Welt gibt es nicht mehr. Chaos regiert. Die Toten sind auferstanden, um das Leben von unserem Planeten zu fressen. Nur wenige von uns sind noch übrig. Sie kämpfen um ihr blankes Überleben. Einer von ihnen ist Alex. Seht hier seine letzten Tage. Let's play 7 Days to Die. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Let's Play 7 Days to Die. Ich bin Alex, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute spielen wir zusammen den 16. Tag und ja, gucken mal an, wo das uns hinführt. Nachdem wir jetzt den zweiten Blutmond erfolgreich oder mehr oder minder erfolgreich überstanden haben und uns unsere Ausrüstung wiedergeholt haben, die uns abhanden gekommen ist, sind wir wieder zurückgekehrt zu unserer guten alten Apotheke, die uns bisher schon gute Dienste erwiesen hat. Wir werden heute wieder ein bisschen die Gegend erkunden. Dazu gibt es dieses kleine Dörfchen nebenan, das uns noch allerlei Überraschungen bereithält, so wie ich denke. Also, dann wollen wir mal starten. Ich rüste mich jetzt vorerst mal ein bisschen aus, beziehungsweise habe ich eigentlich schon alles dabei, was ich brauche. Vielleicht nehmen wir diesmal sogar die Eisenspitzhacke mit. Und los geht's. So, einmal kurz die Leiter runterhuschen. Und dann können wir uns auch schon aufmachen. Wir haben ja ein paar Taschenmods jetzt gebastelt. Das heißt, wir können auch noch ein bisschen mehr tragen, auch wenn das durch die Spitzhacke jetzt wahrscheinlich relativiert wird. Aber so früh am Morgen erwarte ich eigentlich keine große Gegenwehr. Ja. Genau, wir haben quasi jetzt nur noch dieses eine Dorf, was wir jetzt hier in nächster Nähe erkunden können. Die Stadt dort hinten war doch ziemlich wild, die wir uns am zweiten Blutmond angeguckt haben. Eine andere Sache, die glaube ich noch ganz interessant sein könnte. Ich versuche mal, ob wir das von hier oben irgendwie erörtern können. Wäre dort hinten, das ist dieses... Ich habe es jetzt immer Gefängnis genannt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was es ist. Ich sehe jetzt da hinten noch was anderes. Da ist auch nochmal ein schönes Haus. Und letztlich wollen wir auch nochmal dort durch diesen Gebirgspass gehen. Das da hinten sieht auch nach irgendeiner großen Fabrik aus. Und die anderen Häuser sind uns eigentlich schon bekannt. Die hatten wir jetzt uns in den letzten Folgen schon mal angeguckt. Von oben. Demnach bleibt jetzt erstmal der Rest dieses kleinen Örtchens hier zu erkunden. Und das wollen wir doch jetzt mal starten. Namentlich wären das vor allen Dingen jenes Haus und dieses Haus hier, die ich bislang noch nicht erforscht habe. Vielleicht fangen wir gleich mit diesem hier an. Ich muss erst mal gucken, wo wir sinnvollerweise reinkommen. Durch die Haupttür ist es ja immer so eine Sache. Hier stehen noch so ein paar Stühle, die können wir mitnehmen. Die lassen sich auf jeden Fall zu Holz verarbeiten. Hier ist die Tür offen. Das ist ja angenehm. Dann können wir hier sanft anfangen, das Ganze zu erkunden. So, schauen wir einfach mal hinein in die gute Stube. Da hinten liegt ein Zombie schon mal, das kann ich sehen. Leider ist der Kopf jetzt nicht erreichbar, sonst könnten wir da gleich schon mal einen kleinen Fangschuss setzen. Allerdings hier, das sieht doch ganz vielversprechend aus. Dann hätten wir einen schon mal gesäubert. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der Rest jetzt auch irgendwie wach wird. Schaut mal, wir können hier auch irgendwie nach oben kommen. Das kann vielleicht auch nützlich sein. Und vielleicht könnten wir so auch diesen Kopf treffen. Naja, wir brauchen jetzt aber auch nicht so ein Heckmeck machen. Hier ist so eine Art Gewächshaus oder sowas. Dann machen wir es halt auf die altbekannte Tour. Ah ja, hier aber. Da haben wir nochmal so einen Kollegen. Ach ja, nachladen sollten wir auch.
Die sind in ihrer typischen Schlafposition. So, jetzt wird sie auch wach hier. Und sie könnte eventuell ein bisschen Munition für uns dabei haben. Hervorragend. Das sieht sehr gut aus. Oh, ihr guckt mal, da können wir uns einen Baseballschläger bauen. Und den Rest nehmen wir natürlich auch dankbarerweise mit. So ein Gewächshaus sieht auch so ein bisschen aus, als würden uns hier Hunde entgegenkommen können. Schaut mal, ist das ein Gegner? Ich kann es gerade gar nicht so richtig identifizieren. Vielleicht setze ich da einfach mal einen Schuss rein. Schaden tut's ja nicht. Das war auf jeden Fall die richtige Idee. Aber ich glaube, das war auch nur so ein halb verfaulter Krabbler. So, einen Keller brauchen wir hier nicht erwarten. Das sind hier alles diese Stelzenhäuschen. Und damit sind wir auch schon beinahe durch. Hier könnte ich jetzt mir noch was vorstellen, vielleicht wieder aus dem Wandschrank. Das ist ja auch nichts Neues. Ja, ich denke mal, da kommt jetzt ein Zombie auf uns zu. Oder vielleicht hier aus dem Vorhang. Das sieht auch sehr verführerisch aus. Es würde mich jetzt eigentlich wundern, wenn ihr uns gar nichts mehr erwartet. Untypisch. Aber auch nicht weiter dramatisch. Eigentlich sogar sehr angenehm. Das ist gut, wo wir doch gerade die Taschenmods gebastelt haben. Da hatten wir die ja benutzt. Ich schau mal, hier sind auch noch ein paar Sachen, die wir natürlich mitnehmen wollen. So, bevor wir jetzt hier nach oben gehen, erstmal die untere Etage komplett ausräumen. Papier brauche ich jetzt nicht. Diese Vorhänge nerven mich jetzt hier so ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Die räumen wir noch weg. Ach, schaut doch mal. Ja, so ein bisschen Stuff. Nichts Weltbewegendes. Ah, naja, kommt, wir können es ja mitnehmen, hier die Plörre. Jetzt wollten wir auf jeden Fall mal so ein Bett gleich auseinandernehmen. Vielleicht machen wir es jetzt. Ich weiß nicht, ob das mit der Axt sinnvoll ist. Und gucken, ob wir da solche Federn, Sprungfedern bekommen. Leider nein in diesem Fall. Das mag aber nichts heißen. Das können wir ruhig gerne nochmal versuchen demnächst. So, weiter geht's in diesem Raum. Da ist ja auch noch ein Bett. Lohnt es sich hier mal nach oben zu schauen? Ich weiß es nicht. Wohl nicht. Achso, das ist aus Metall oder so. Ich weiß nicht. Wir nehmen es einfach mal auseinander. Da gab es so ein bisschen Schrott auch. Vielleicht hier eine Sprungfeder. Nein. Da müssen wir nochmal gucken, wo wir die herkriegen zukünftig. Dosen, Dosen, Pflanzen, Pflanzen und ein bisschen Pappmüll. Eigentlich ganz schön hier mit dem offenen Dach. Das sieht doch ganz kuschelig aus. Und ganz viel Grillrost. Eins und noch eins. Okay, ich denke, ach ja, hier, nee. Dann sind wir hier durch, dann können wir theoretisch schon mal nach oben kraxeln und schauen, ob uns da noch irgendwas Schönes erwartet. Vielleicht in Form eines Zombies. So, wollen wir lieber mal ein bisschen vorsichtig schauen. Ich nehme auch ruhig nochmal hier mein Messer in die Hand. Wir kennen das Spiel, die lieben Vögel. So, komme ich hier nicht durch? Nein, gut. Das ist gar nicht so verkehrt hier, wenn ich mir das so angucke. Wir haben hier zumindest so einen rudimentären Schutz für Angreifer von oben. Ein kleiner Steg, über den die Leute nur kommen können. Unten ist das Hauptfundament aus Stein. Hier diese Etage ist mit Holz eingezogen. Theoretisch auch gar nicht so verkehrt als Unterschlupf für den Blutmond. Ist nur irgendwie ein bisschen komisch gebaut. Ich weiß auch nicht, was sich da gedacht haben. Doch, ich komme nicht rein. Was ist denn das? Oder ist da noch eine Scheibe vor? Ja, tatsächlich, guckt mal. Ich glaube, das ist eine Scheibe, die da am Weg ist. Die habe ich natürlich gerade gar nicht gesehen. Aha. Das sieht schon besser aus. So, und jetzt gucken wir uns das hier mal an. Vielleicht ein bisschen Nahrung.
von meiner favorisierten Nahrungsmittelmarke Shemwood Food oder wie es heißt, Shemway Food. Und tatsächlich ein leckerer Wildbreteintopf. So, es geht gleich munter weiter mit ein bisschen Munition, relativ schweren Alteisenhandschuhen etc. etc. Das nehmen wir ruhig alles mit. Essen, Essen, Essen und Munition. Schön, jetzt kann ich tatsächlich sagen, dass ich einen ganz guten Vorrat habe jetzt an Gewehrmunition. Ich glaube insgesamt jetzt 108, das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, so viel hatten wir auch noch nie. So, dann sind wir mit dem Häuschen schon durch. Ich glaube, hier können wir beherzt vom Dach runterhopsen. Das hat geklappt. Wir sind allerdings jetzt relativ beladen schon. Was ich mir vorstellen könnte ist, warum nicht einfach eine Truhe hier hinbauen? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht. Eigentlich könnten wir das ruhig mal probieren. Ich schaue jetzt nochmal hier im Außenbereich, so ein paar Stühle. Und vielleicht unter diesem Baum eine kleine Truhe. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Einfach mal eine neue Idee. Dass wir hier so eine Art kleines Zwischenlager schnell mal hinbauen. Ach, jetzt habe ich die da so reingebaut. Egal. Spielt auch eigentlich, keine Rolle. Da packen wir jetzt bequem alles rein, was wir jetzt nicht brauchen. So. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles beisammen. Und jetzt können wir nämlich gleich schon weiter in das nächste Haus reinziehen. Ich meine, wir waren da auch schon mal auf dem Dach. Ja, von da habe ich einen tollen Schuss auf den Hirsch, auf so einen Hirsch machen können. Den ich erst als weiblichen Zombie identifiziert hatte, fälschlicherweise. Ich glaube, da war ich noch nicht drin. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Kann sein, dass ich doch schon mal kurz reingehupft bin. Na, ich glaube es aber fast nicht. Demnach wagen wir uns einfach mal rein hier in die gute Stube. Nee, hier waren wir noch nicht. Da ist doch bestimmt, genau. Das habe ich doch vermutet. So, hier geht's gleich munter weiter. Vielleicht lassen wir uns den Rückweg lieber offen. Die sind ja alle relativ entspannt zu entfernen. Nur schieß auch. Also auf engen Raum. Kann auch so ein Zombie erstmal ein bisschen bedrohlich wirken. Aber ich glaube, so erstmal hier diesen Raum säubern, bevor wir uns die Türen angucken. Schaut mal da hinten. Den haben wir schon mal aus dem Weg geräumt. Jetzt kommt der nächste hier angekesselt. Na, jetzt sollte ich vielleicht auch einfach mal schießen, ne? Das mit den Kopfschüssen klappt auf jeden Fall schon ganz gut. Das ist eine recht angenehme Sache. Und sorgt auch schnell wieder für Ruhe. So, jetzt gucken wir hier hinter, verbirgt sich nichts außer die Handtasche. Die gucken wir uns gleich in Ruhe an. Okay, jetzt ist hier der Boden oder was ist jetzt eingebrochen? Vielleicht auch innen drin irgendwas, das sehe ich jetzt gerade nicht so genau. Erstmal will ich hier alles aufräumen, da sind Taschen etc. Gucken wir uns gleich alles an. Aber erstmal laden wir nochmal durch, besser ist das. Wir wissen ja nicht, was uns da jetzt für eine Horde eventuell erwartet. Gut, hier jetzt keine. Aber vielleicht hier, im Schrank. Das war fast abzusehen. Ach, da hätte ich gar nicht nachladen brauchen. Damit sollte dieses Haus geräumt sein. Zumindest gehe ich jetzt erstmal davon aus. Vielleicht fangen wir hier auch gleich an.
und schauen, was wir alles finden können. Ach, das ist aber eine wunderschöne Anzughose hier. Damit sieht man aus wie ein richtiger Pimp. Jetzt habe ich diesen blöden Zettel doch mitgenommen. Egal. So. Stuhl, Stuhl. Ach, den hätte ich natürlich gerne bei mir hier auf meinem Apothekendach, wenn ich ehrlich bin. Jetzt weiß ich, ups, eine Topfpflanze brauche ich eigentlich nicht. Ein Bier, ja gut. Ich verwechsel immer noch gerne Bier und Honig, so auf den ersten Blick. Und dann freut man sich für einen ganz kurzen Moment, dass man was Schönes gefunden hat. Aber dann ist es doch nur so ein tolles Bier. Bier ist zwar eigentlich eine feine Sache, grundsätzlich, aber bringt uns jetzt hier meist auch nicht so richtig weiter. So, das ist natürlich der interessante Haufen. Bisschen Pistolenmunition. Säure, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ein guter Schlagstock. Da freue ich mich. Den können wir sicherlich auch gleich mal ausprobieren. Okay, es ist wirklich einiges los. Lohnt sich definitiv, das hier noch mitgenommen zu haben. So, jetzt sind wir auch gleich durch hier. Hier nochmal reingeguckt. Gut. Vielleicht noch ein paar Anleitungen, das wäre schön. Ihr guckt mal da zum Beispiel. Ah, und da liegen noch ein paar hier, nee, ich dachte schon, ein paar Aufputschmittel. Das hätte ja theoretisch ganz gut gepasst hier zu der Hantelbank da. Okay, es nervt mich jetzt hier ein bisschen. Ich mache hier mal kurz das noch aus dem, räume ich das aus dem Weg. Und ich denke, das war es dann auch. Wir könnten uns hier nochmal im Bett versuchen. Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung. Was hier natürlich einen Kochtopf macht. Vielleicht für den Mitternachtssnack. Hier war ich ja schon dran, ne? Nee, war ich nicht. War ich nicht. Oder hatte ich das nur nicht mitgenommen? Ich weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht nehmen wir doch ein paar Topfpflanzen mit für zu Hause. Sieht ja eigentlich auch ganz nett aus, ne? Verbrauchen die einen Platz jeweils oder kann man die auch stacken? Ja. Na, dann ist doch gut. Ich weiß nicht, irgendwie so gefühlt kann man das hier schön zu Eisen verarbeiten. Ja, theoretisch schon, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das jetzt komplett auseinanderzunehmen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier rauskommen. Das ist ja auch immer ein Krampf, sich hier durchzuschlagen. Um dann letztlich noch vor so einer blöden Holzsparre hier zu stehen. Ach, komm schon. So. Gut. Hier haben wir noch einen Grill. Mal gucken, vielleicht ist da was Schönes drin. Kohle, immerhin. Hier ist nichts weiter. Ich glaube, hiermit können wir auch nichts groß anfangen. Doch, immerhin ein bisschen Lehm. Dann würde ich gerne nochmal ausprobieren, was passiert, wenn man hier diese Autowracks anschlägt. Vielleicht mit einem Schraubenschlüssel kann man die bestimmt irgendwie auseinandernehmen. Und dann sind wir durch. Wir sind tatsächlich durch. Hier haben wir jetzt alles gesehen. Wir sind jetzt tüchtig überladen und brauchen jetzt insgesamt zweimal den Weg nach Hause. Und das gönnen wir uns doch jetzt auch mal. Ganz gemütlich. Viel schneller geht's ja auch alles gar nicht. Ist auch herrliches Wetter, oder? Strahlend blauer Himmel. Hier in der Wüste. Toll. Gut, er hat Durst.
Vielleicht auch ein bisschen gemein, hier so über den höchsten Punkt des Berges zu laufen. Aber alles in allem relativ ruhig. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Anläufe wir jetzt tatsächlich gebraucht haben, um dieses ganze Dorf zu säubern. Das war alles in allem aber doch schon ein ganzes Stück Arbeit. Und ich bin froh, dass wir das jetzt erledigt haben und auch so coole Sachen bekommen haben. Also das ist, glaube ich, das Schönste daran. Hier ist ja wirklich nichts Weltbewegendes los heute. Oh, jetzt bin ich fast ein bisschen weit links rausgekommen. So. Da können wir auf jeden Fall heute noch mehr machen, als dieses Dörfchen da ausräubern. Dazu müssen wir natürlich erstmal jetzt unser Zeug auch nach Hause bringen. So. Und lauf, lauf, lauf. Hier sollten wir noch genügend Platz haben. Und können erstmal abladen. Ah, das kann auch erstmal alles da bleiben. Schlagstock, den würde ich mir gerne gleich nochmal in Ruhe angucken. Diese Rüstung, die ist prinzipiell gut, aber ich glaube, die ist auch relativ schwer. Da müssten wir nochmal schauen, ob sich das lohnt, sich damit jetzt zu belasten. Gut, ich werde keine Pfeile bauen müssen jetzt. Ich habe auch überhaupt keine mehr. Da habe ich die jetzt irgendwie weggeworfen. Vielleicht könnten wir das auch bei Gelegenheit nochmal machen, aber brauchen wir jetzt nicht. Wir haben genug Munition. Ich eile lieber hin und hole jetzt noch den restlichen Stuff. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob wir dann nicht auch ein bisschen von unserem Mordwerkzeug da lassen können, aber wer weiß. Sicher ist sicher. Ich weiß gar nicht, wie viel nehmt ihr immer so mit? Das volle Brett oder gibt es eine Erst- und Zweitbesetzung? Ich habe schon überlegt, nachdem wir ja in der Blutmondnacht schon wieder unser Zeug verloren haben und schwerfällig wieder zurück erlangen mussten, habe ich mir überlegt, ob es vielleicht sinnvoll ist, so eine Art Expeditionsausrüstung zweiter Klasse anzulegen, die man dann einfach anwählt. Wenn man auf Erkundungstour geht und auf die es vor allen Dingen nicht so ankommt. Guckt mal, da könnte zum Beispiel schon unser... da könnte unser zweiter Auftrag des Tages theoretisch schon vom Himmel fallen. Wobei das doch wieder relativ weit weg aussieht. Wir beobachten das Schauspiel mal. Ob es jetzt auf dem Berg oder hinter dem Berg runtergeht. Vielleicht können wir das anhand des Schweifes irgendwie erkennen. So, wo setzt es auf? Oh, ich würde sagen, es geht auf jeden Fall... Ja, es geht noch ein Stück weit hinter dem Berg, aber vielleicht so auf halber Höhe des Berges. Nee, der liegt da tatsächlich, ne? Okay, das merken wir uns mal. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das ein mögliches Ziel. Aber da mache ich mir Gedanken, wenn wir unser Zeug jetzt haben. Es ist verdammt ruhig. Aber ich möchte mich darüber nicht beklagen. So. War das jetzt die richtige Taste? Nein, es war genau die falsche Taste. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles rausgenommen. Doch, es war die richtige Taste. Jetzt werde ich schon ganz kürre hier. Ich denke mal, die könnten wir uns wieder mitnehmen. Zumindest das Holz oder was wir rauskriegen. Man muss sie tatsächlich immer irgendwie zweimal abbauen. Da habe ich jetzt noch nicht so die Logik verstanden. Aber soll mir jetzt auch egal sein. Okay, Feuer frei. Wir haben auch jetzt gar nicht so viel dabei, dass der Rückweg beschwerlich wird. Wir müssen allerdings ein bisschen drauf achten. Ich hatte es ja versprochen, dass wir ein bisschen mehr auf unseren Status hier achten wollen.
bringt ja nichts, wenn wir dann wieder einfach umfallen. Ja, so ein Airdrop wäre eine Versuchung. Also wir könnten das versuchen. Vielleicht tatsächlich auch erstmalig mit so einer leichten Ausrüstung, von der ich gerade sprach. Einfach mal, um zu testen, wie sich das so verhält. Ich meine, bisher hatten wir Glück und haben eigentlich immer unser Zeug wiederbekommen. Bei den mittlerweile 6 Toten, die wir gestorben sind. Aber es kann ja auch durchaus mal eine Situation kommen, wo das eher unmöglich wird. Das wäre natürlich dann sehr schade. Vor allen Dingen, ich glaube gar nicht, dass die Unmöglichkeit des Bergens, sondern auch der Weg, also die Weite, war das Problem. Bis in die Stadt rein, wir sind, glaube ich, an insgesamt, ich hatte nicht mitgezählt, anfänglich 3 und dann nochmal, glaube ich, 2 oder 3, es könnten aber auch Doppelte sein, aber auf jeden Fall bestimmt so an 5, 6 Bären vorbeigelaufen. Das war schon wild. Das muss ich auch nicht jeden Tag haben, wenn ich ehrlich bin. So, ich spare mir jetzt mal absichtlich auch hier zum Beispiel... Oder warte, wir machen das anders. Ich habe schon eine Idee. Die Kiste ist jetzt eh voll. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie zu viel weggeworfen. Hier packt man nämlich nochmal den Bogen mit rein. Jetzt haben wir ganz viel Munition und Zeug. Vielleicht beschränke ich mich doch nicht so sehr. Wir gucken jetzt nur mal auf den Schlagstock. Habe ich den jetzt hier reingeworfen? Ja. Das wäre irgendwie doof. Man müsste so eine Truhe haben, die man sich dann aussucht für sein Zeug. Jetzt wollen wir das hier mal vergleichen. Also der Holzknüppel. 16, 30, 13, 15. Prinzipiell ist der besser, aber langsamer als der Knüppel. Macht das Sinn? Man will ja nicht viele Schläge machen. Wir probieren den einfach aus, aber nehmen den anderen auch nochmal mit. Vorsichtshalber. Mehr als das in einem Airdrop werden wir wahrscheinlich eh nicht bekommen. Da gehe ich jetzt gerade nicht davon aus. Ich sehe mal zu, dass wir uns jetzt diesmal so richtig schön vollkrachen mit Essen. Und dann können wir auch schon los. Und lasst uns bitte diese verfluchte Leiter schön bauen. Es ist immer noch grottenhässlich. Mittlerweile ist es mir fast ein bisschen peinlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, man fühlt sich auch relativ sicher jetzt in der Wüste hier. Ach, ich hätte das Wasser auch gleich mitnehmen können, egal. Man fühlt sich relativ sicher, wenn man vernünftig bewaffnet ist, weil dann auch diese wilden Hunde hier kein Problem darstellen. Ich überlege gerade, ob ich hier wirklich einfach mal quer rüberlaufe. Wahrscheinlich schon, ne? Können wir erstens ein bisschen abkürzen, von oben vielleicht noch was erblicken. Ich weiß, da hinten ist ein Vogel. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob es sinnvoll ist, hier eher auf Hunde oder Vögel zu achten. In Form der Waffe, die man in der Hand hält. Oder Kakteen mitnimmt. So, wir müssen auf jeden Fall an dem... Na komm, den würde ich gerne jetzt nochmal aus der Luft holen. Und ich merke gerade, dass ich meine Mausempfindlichkeit doch nochmal anders einstellen sollte. Ich habe die extra ein bisschen herabgesetzt, dass es für euch nicht immer so ein Gefrickel ist, wenn ich hier... gerade wild am Rumfuchteln bin oder mich mal wieder erschrecke. So, vorsichtig runter. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren. Irgendwas wollte ich gerade noch erzählen mit dem Gefängnis. Ja genau, hier ist es ein bisschen steil. Wir können uns gleich mal dieses Gefängnis anschauen. Oder was auch immer es ist. Und ein bisschen so eine Risikoanalyse machen. Vielleicht auch, was wir... denken, was wir mitnehmen müssen. Wenn wir uns die ganze Sache vornehmen. Also lohnt sich der Weg auf jeden Fall jetzt schon mal. Ich bleibe aber doch lieber in sicherem Abstand.
Ich weiß nicht, was würdet ihr sagen? Ist das ein Gefängnis? Wir sehen die Flagge oben drauf. Hier so in der Wüste. Ups, da ist schon wieder dieser Kaktus. Ich denke, das könnte tatsächlich ein Gefängnis sein. Aber hundertprozentig weiß ich es nicht. Es könnte auch eine Kaserne sein. Das ist hier vielleicht manchmal gar nicht so der große Unterschied. Laufen wir jetzt von der anderen Seite hoch oder versuchen wir, den steilen Weg hochzukommen? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Hier könnten natürlich dann auch dementsprechend Minen liegen, ne? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass die hier ihre Dinger verminen. Kann jemand das Schild lesen? Aber jetzt will ich doch noch mal wissen, was das ganz, was könnte das vielleicht doch noch was ganz anderes sein? Haha. Ich gucke mal eben. Shotgun Messiah. Ha. Making guns for fun, run, fun, run, sinner. Ich kann es gerade nicht sehen, was da steht. Achso, wir sollten diesen Hund vielleicht entfernen. Eben war da doch noch ein Zombie. Wo ist er denn jetzt hin? Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da hinten. Okay. Ja, der... Nehmen wir ihn jetzt weg? Ja, kommt. Bevor der uns doch noch irgendwie zu nahe kommt. Da hinten dackelt auch irgendwas rum. Jetzt kommen sie so ein bisschen, ne? Es ist ja auch schon 15 Uhr. Das wundert mich eigentlich. Also bisher wirklich extrem wenig Feindkontakt gehabt. Feindkontakt, ja. Also Zombies unterwegs. Ich hatte ja auch schon von Anfang an gesagt, es wäre mal eine Idee wert zu überlegen, ob man so eine Festung auch oben auf dem Berg bauen kann. Und wie wäre das, wenn sie so steil ist, dass niemand hochkommt? Ich meine, irgendwie kommt man offensichtlich hoch. Das stelle ich hier ja gerade unter Beweis. Ohne es zu merken, bin ich jetzt wahrscheinlich weiter weg von zu Hause als jemals zuvor. So. Jetzt nehme ich aber wirklich hier den ganz steilen Weg. Ach, da ist noch so ein Ding, ne? Und was ist das? Ha. Okay, ich sehe, das eröffnet ganz neue Perspektiven der Erkundungen. Irgendwie glitsche ich hier gerade so hoch. Es geht, ne? Na kommt, dann gönnen wir uns das. Sieht zwar ein bisschen unnatürlich aus, aber solange ich jetzt hier nicht runterplumpse, soll mir das recht sein. So, dann wollen wir doch mal schauen. Also ich bin meiner Meinung jetzt nach auf dieser Kuppe, über der wir zumindest den Rauch gesehen haben. Jetzt kann es natürlich sein, dass es hier ganz weit runtergefallen ist. Es könnte auch... Nee, da unten, das ist ein Auto, ne? Ich will jetzt aber nicht runterhüpfen und dann lag es hier eigentlich oben. Also nochmal genau hier alles absuchen. Nee, auf dieser Seite kann es eigentlich nicht sein. Es geht noch höher, krass. Es muss relativ mittig gewesen sein. Jetzt muss ich nochmal gucken, es war so eine Dreierkuppe. Eine Kuppe, zweite Kuppe, vielleicht dritte. Also eventuell hier so. Oh, jetzt geht's hier doch steil runter. Ein bisschen Respekt habe ich davor schon. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie mich total maule. Hier bringt die Shotgun jetzt nicht viel. Ich nehme jetzt hier das Messer. So, und wo könnte das jetzt hingeplumpst sein? Entweder bin ich jetzt total blind oder es ist einfach noch nicht zu sehen. Aber so weit nach da hinten, oh, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Nur nicht runterfallen hier. Es wäre natürlich auch cool, wenn es irgendwie wenigstens noch so ein bisschen qualmen würde, aber das tut es nicht. Aber viel weiter war das nicht. Und wer weiß, was das hier schon wieder ist. Ah, schwierig. Okay, ich muss jetzt erstmal versuchen, hier runterzukommen, weil es hier ja wohl nicht liegt. Und zwar möglichst sanft. Uiuiui. Okay. Ach kommt, jetzt kein schlechtes Wetter. Ich hätte jetzt gern gutes Wetter, weil dann sieht man doch ein bisschen besser. Naja, vielleicht vergeht der Schauer auch schnell wieder. Ich bin gerade doch erstaunt, wie gut man hier
die Berge hoch und runter kommt. So, ich gucke jetzt nochmal jede Ecke ab. Ha. Ja, da unten liegt so ein Autowrack, aber das werden sie wohl nicht abgeworfen haben. Das hier sieht auch eher so nach Müll aus. Ups, da kommt jetzt wer. Da hinten. Ich glaube, der hat mich auch irgendwie entdeckt. Ich hoffe, es bleibt bei dem einen Kameraden. Na komm, bleib doch mal stehen. Das dachte ich mir nämlich, dass ich jetzt vorbeischieße. Ja, ich muss mich jetzt erstmal an meine neue Bewegung hier gewöhnen. Seht mir das nach. Ich werde mir das dann mal genau angucken, ob das irgendwie besser oder schlechter ist. Da ist noch eine Schlange. Die nehmen wir mal auseinander. Ich glaube, das war irgendwie... Genau, zumindest Fleisch auch. Ich weiß gar nicht, wie Schlangenfleisch wohl schmecken mag. Ich stelle mir das irgendwie zäh vor. Aber vielleicht ist das Quatsch. Ach, es ist tatsächlich doch recht anders. Aber gut. Wir werden sehen, ob uns das hier weiterbringt. So, das Huhn, das spare ich mir jetzt mal da hinten. Ich gucke, irgendwas tappt hier noch. Ich gönne mir jetzt lieber nochmal dieses Auto. Toll, für eine Dose. Das hat sich richtig gelohnt. Ich kann immer noch nicht erkennen, ob hier irgendwo ein Airdrop ist. Und das ärgert mich ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich bin blind. Ich bin blind. Kann der denn noch so viel weiter runtergekommen sein? Ich guck nur mal hier. Da oben war dieser Hügel, der muss doch hier irgendwo liegen, ne? Ich erwarte ja wieder so eine Kiste wie das letzte Mal, ne? So, das ist jetzt ein Vogel. Wo ist er hin? Komm, greift er mich jetzt an? Könnte sein, ne? Da ist noch einer, oder? Oder verhöre ich mich jetzt hier total? Ich versuche mal mit der Pistole. Okay, das ging daneben. Das war albern. So, jetzt schauen wir hier nochmal. Okay, ich glaube, wir müssen die Suche beinahe abbrechen. Was schade ist. Aber es wird jetzt, glaube ich, auch langsam ein bisschen spät. Wir müssen ja auch irgendwie wieder nach Hause kommen. Ach so, ihr wolltet jetzt hier bleiben, ne? Aber so richtig, ich weiß nicht, wir können nicht so richtig erkennen, was da los ist. Aber ich gehe davon aus, dass da einiges drin sein wird. Da hinten sehe ich gerade noch so ein... Ich weiß nicht, was das hier ist. Ach so, das war wieder Nitrit. Da hinten hatten wir auch noch Gebäude gesehen. Also hier ist wirklich ordentlich was los. Das könnten spannende Ausflugsziele sein. Ja, schade. Schade. Kein Airdrop für mich heute. Es sollte nicht so sein. Wahrscheinlich ist er direkt einfach da mal so reingefallen. Das könnte natürlich auch die Möglichkeit sein. Den würde ich jetzt... Na, wo ist er? Den würde ich jetzt gerne... Ich weiß nicht, warum, aber den würde ich jetzt gerne noch mal mitnehmen. Um mal meinen neuen Knüppel auszuprobieren. Okay. Ja. Hat zumindest schon mal geklappt. Wie repariert man den eigentlich? Wollen wir gleich mal gucken. Reparieren mit einer Stange wohl. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich glaube. Für einen Vogel wäre der zu langsam. So, weg mit dem Vogel. Wo haben wir jetzt den Zombie? Da hinten. Da
Das klappt doch ganz wundervoll. Immer noch ein bisschen ärgerlich. Vielleicht sollte ich doch noch mal über den Berg laufen und nicht außenrum, was jetzt meine erste Intention war. Diese Villa ist übrigens super schön. Das wäre doch ein cooles Haus, was denkt ihr? Das würde mich mal interessieren. Was sagt ihr denn dazu? Könnte das eventuell unsere neue Bleibe werden, unser neuer Unterschlupf? Da könnte man tatsächlich einen schönen Graben drum bauen, sich das richtig mit Stacheln und dem vollen Programm ausbauen und Horden sicher machen. Da hinten haben wir einen Hund. Wow, das nenne ich mal einen satten Schuss auf die Entfernung. So, vielleicht noch auf dieser Seite. Ich gebe es hier nicht auf, ich gebe es zu. Ob wir hier auch wieder so ein Glück haben, dass wir überhaupt hochkommen? Oh, wartet mal, da kommt doch was. Ich wollte gerade sagen, das Geräusch kenne ich doch. Aber die vertragen echt einiges. Und nerven auch ein bisschen, muss ich sagen. So, wo ist denn der jetzt hier eigentlich hergekommen? Lag der hier einfach so zwischen den Steinchen? Hat der nichts... Ja, wahrscheinlich, ne? Lag er da einfach rum und hat ein bisschen rumgegammelt. So, bisschen hüpfen hier. Kriegen wir hin. So, immer noch kein Airdrop zu sehen. Gut, hier wird auch nichts weiter sein. Ich glaube, dann würde ich vielleicht doch nochmal hier rumlaufen wollen. Oh je, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wenn es bergab geht. Aber das scheint hier auf jeden Fall mit fairen Dingen zuzugehen. Es mag ja auch manches Mal sonst, mag es sonst auch zu irgendwelchen nicht nachvollziehbaren Schäden kommen, wenn man hier in irgendwas hängen bleibt. Aber das ist hier nicht der Fall. So, und dann sind wir auch unten. Zack. Gut. Okay, da haben wir noch einen von diesen besagten Freunden. So sollte das eben übrigens auch funktionieren eigentlich. Vielleicht gehen wir einfach mal diesen Weg lang bis nach Hause. Da ist irgendwo eine Schlange. Hier, guckt mal da. Die bewegen sich auch irgendwie putzig, oder? Die sehen sowieso putzig aus. Okay, da hinten. Hier sind noch ein paar. Hier sind auf jeden Fall ein paar Leute. Der ist mir jetzt gerade egal. Drinks. Und Shakes. Das Diner merken wir uns jetzt mal. Das will ich nicht komplett noch ausnehmen. Wir merken uns Diner. Ja. Bleib mal, wo du bist. Oh, ein Hund, ne? Hier, guck mal. Den darf ich nicht übersehen jetzt. Kommt der auch noch? Sind das überhaupt Hunde? Ich habe immer noch nicht nachgeforscht. Ich nenne die irgendwie alle gleich. Entweder Hund oder Zombiehund. Das könnte auch irgendwie, ich weiß nicht, was läuft denn hier noch so rum? Kojoten oder sowas? Ich weiß es nicht. Schaut mal, hier ist noch dieses andere Haus. Da hinten ist das Dorf, wo wir vorhin waren. Also ich habe jetzt echt so eine richtig große Rundreise mit euch hier unternommen. Das war gar nicht so geplant. Aber der Airdrop hat mich ein bisschen aus der Reserve gelockt. Naja, aus meinem Versteck hervorgelockt vielmehr. Jetzt wollen wir auch noch mal ein bisschen hier Essen nachholen. Ist jetzt mittlerweile schon gut runter. Ich finde, dieses Haus sieht auch sehr interessant aus. Ich überlege gerade, ob das ist, welches wir schon geplündert haben. Hier liegt auf jeden Fall noch ein muffiger Rucksack. Den hatte ich wohl bislang übersehen. Ja, genau, hier waren wir schon drin. Ist das da ein toter Hund oder ein lebendiger Hund? Okay, da kommt so einer. Da ich es nicht weiß, schieße ich einfach mal drauf.
Interessant, dass der da einfach so liegt. Ich guck mir das jetzt doch nochmal an. Das ist seltsam. Ich weiß, dass ich hier einen erschossen hatte, aber die bleiben doch eigentlich nicht so lange liegen, oder? Das ist ja schon Tage her. Also wirklich Tage. Weiß ich jetzt auch nicht genau, woran das liegt. Ups. Ja, man fühlt sich sehr frei jetzt hier in der Wüste. Wir könnten mal aus Spaß ein Zielschießen machen. Guckt mal da hinten. Ach. Dazu sollte man natürlich auch nachgeladen sein. Naja, getroffen habe ich. Reicht aber noch nicht. Na kommt, einen will ich noch. Schön. Da hinten ist auch noch einer. Gut, aber wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Das ist ein bisschen unnötige Munition. Da würde es sich eher noch lohnen, hier auf so einen Huhn zu schießen. Das würde ich gerne mal mit der Pistole machen, um zu gucken. Ja. Man da nochmal die Ballistik abschätzen kann. Mich hatte das erstaunt, dass ich diesen Hund in der Stadt nicht getroffen habe. So, ich dachte, ich hätte hier gerade irgendwas gehört. Dem ist wohl nicht so. War ich hier schon dran? Nö. Oh, ein Vogel, los. Jetzt aber nicht angreifen. Eieiei. Ich hätte auch immer noch gern irgendwie meinen Honig. Ich muss mal gucken, es gibt ja auch die Möglichkeit, aber ich glaube, dazu braucht man so eine Chemiestation, natürliche Antibiotika zu basteln. Ach, ich glaube, die werden auch immer wieder aufgefüllt. Kann das sein? Ich glaube schon. Oh, cool. Eine Schaufel Stufe 6. Das ist natürlich schon enorm, ne? Demnach könnte man eigentlich regelmäßig mal so eine kleine Rundreise hier machen. Aber guck mal, jetzt habe ich coole Hosen. Ich habe gesagt, es gibt schlecht Hosen hier. Das stimmt gar nicht. Ich habe gerade ziemlich coole beige Shorts gefunden. Da drin ist man doch eigentlich perfekt ausgerüstet hier in der Wüste. Es ist jetzt gleich 9 Uhr. Ich fühle mich aber immer noch irgendwie so, weiß ich nicht, in Abenteuer lustig. Wir könnten mal unsere coole Schaufel hier ausprobieren. Ja, die macht auf jeden Fall einen guten Job. Mit sowas könnten wir natürlich tatsächlich dann Glück haben, dass wir hier unseren Graben ausheben können, wie ich es gesagt habe. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob das grundsätzlich so viel Sinn macht. Aber zumindest für Material ist das natürlich genial. Dann graben wir noch mal ein bisschen. Solange hier sowieso gerade nichts los ist. Ja, kein Vergleich mit der alten Schaufel, die ich da benutzt habe. Dennoch wäre das jetzt hier ein ganz schönes Stück Arbeit. Da würde ich ja, glaube ich, Tage verbringen, um einmal ringsrum zu graben. Aber cool sieht es natürlich aus, gebe ich schon zu. Upsa. Achso, das war jetzt eins zu tief. Wenn man das jetzt auf einer Ebene haben will, reicht jetzt auch. War jetzt auch wirklich nur mal zum Testen. Die kann auf jeden Fall was. Was haben wir hier noch? Gucken wir nochmal weiter. Ist natürlich auch ein bisschen die Einöde im in der Wüste. Ein Mysterium würde ich gerne noch klären. Ein letztes, bevor es jetzt in die Nacht geht. Und zwar ist es dieses komische Loch, bei dem ich am Anfang nicht wusste, werde ich jetzt hier gerade von der Hitze geärgert oder kriege ich tatsächlich Schaden? Ich habe ja sogar von Strahlung geredet, was natürlich Quatsch ist. Aber was passiert, wenn ich jetzt hier runterlaufe? Eigentlich sollte doch hier nichts passieren, oder? Nee.
Tatsächlich nicht. Okay, das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Hier hatte ich ja, glaube ich, bei der Ankunft einen Hirsch geschossen und konnte die vielen Eindrücke überhaupt nicht verarbeiten, die da auf mich niederprasselten. Jetzt bin ich natürlich dran gelegen, wenn ich überlege, wie gut diese diese Axt funktioniert, ne? Ach. Hätte ich natürlich gut Lust, auch alle anderen Werkzeuge in einer besseren Stufe zu haben. Ich glaube, der Nachteil ist, dafür brauche ich tatsächlich langsam mal meine Werkbank. Dann kann man meines Erachtens nach drei einfache Werkzeuge kombinieren, um eine Stufe aufzuwerten oder sowas. Irgendwas habe ich da gelesen. Das würde ich natürlich gern ausprobieren. Aber dazu fehlt noch einiges. Darum ja auch die Erkundungstouren. Genauso gut hier drin. Ja. Ich meine, meine Freunde machen hier schon immer viel Alarm. Da muss ich selber eigentlich gar nicht so viel machen. Ha! Und kaputt. Und kaputt. Ja, jetzt wird's Nacht. Ups. Na, sonst klappt es immer hervorragend, ne? Einmal hups und nochmal hups. Das ist ein Zeichen. Wir sollen unsere Leiter schöner bauen. Okay. Damit startet jetzt schon die Nacht des 16. Tages. Oh, was ist denn hier los? Ist der... Guckt mal hier. Ach, jetzt sind das auch noch so schnelle, lästige... Kommen die da einfach hoch und ärgern mich, ne? Hm, gut. Hat ja dann doch noch geklappt. Ging nur ein bisschen auf die Munition jetzt. Kommt also auch mal vor, gerade jetzt, was so meine Pläne angeht, hier oben die Etage auszubauen. Das könnte natürlich mit der Beleuchtung zusammenhängen, da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Ob das vielleicht sich hier auch so verhält, dem könnten wir entgegenwirken, indem wir einfach noch ein paar, guck mal, wir haben ja so viele, doch nochmal da unten ein paar Fackeln aufhängen. Vielleicht, ich habe gerade so eine Idee, wie wir das regeln könnten. Ach ne, Kerzen, nicht Fackeln. Wenn wir jetzt mal drei Kerzentische bauen. So, und die stellen wir jetzt hier schön in die Mitte auf. Einmal hier. Einmal dort. Und vielleicht noch auf den da hinten. Wobei ich den jetzt hier wieder klein hacken muss. Jetzt habe ich nichts dabei. Egal, ich glaube, das geht schnell. Naja, halbwegs. So, weg mit dir. Es werde Licht. Gleiches könnten wir natürlich hier hinten auch nochmal veranstalten. Na, ich hole mir doch nochmal richtiges Werkzeug. Das ist ja sonst auch irgendwie lästig. Wir können das, glaube ich, mit dem Schraubenschlüssel ganz gut handhaben hier. Das sieht doch schon mal professionell aus. So. Ich glaube, wir waren ja auch eine Stufe aufgestiegen. Da gucken wir jetzt als nächstes mal. Achso, nee, natürlich. Kerzentisch. Wir arbeiten hier ja gerade mit Kerzentischen. So, da oben baue ich auch noch einen hin. Hier sind wir auch relativ häufig. Vielleicht hier ist doch auch schön, sehe ich gerade. Hier könnten wir so eine Kerze einfach dran klatschen. Ah, von mir ist auch so.
Hier vielleicht noch mal einen Kerzentisch. Wir machen uns das hier schon kuschelig. Romantisches Candlelight-Dinner auf dem Apothekendach. In der Zombie-Apokalypse. Okay. Nice. Ich habe überlegt, ob wir nicht tatsächlich mal selbstständig einfach diesen Pfosten da wegballern. Einfach nur, um zu gucken, was passiert denn dann eigentlich? Weil das wird sowieso über kurz oder lang passieren. Und dann würde ja alles kaputt brechen. Der ist aber unten, ne? Ich bin jetzt fast ein bisschen ängstlich in Sorge, nachdem jetzt diese Zombies hier schon hochgelangt waren. Jetzt höre ich es plötzlich knurren. Das kann eigentlich nur draußen beziehungsweise in der Apotheke sein. Alles andere würde mich jetzt in meinen Grundfesten erschüttern. Ja, ist auch so. Gut, das ist gut. So, wo ist er? Da, tatsächlich. Ach, der Klassiker hier. Es wird Zeit, dass ich vernünftige Waffen bekomme, wo ich halt eben nicht nur einen Schuss rausballern kann. Das ist nicht sehr effektiv. Außerdem ist er halt auch einfach schwer zu sehen. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt sich direkt unter mir hier verschanzt. Hier, da. Nummer 1, da kann er noch so tief knurren. Winseln tun sie alle hoch. Ja, wo bist du? Komm her, Kollege. Da. Noch ein Schuss. So. Das war's. Okay. Schön. Dann können wir jetzt weiterschauen. Ach, eigentlich gehe ich doch zum Nachdenken hier mal in mein kleines Häusle. Hier können wir genau darüber nachbrüten, was unsere nächsten Schritte sind. Wir haben einen Punkt zu verteilen. Ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne irgendwie mich auch selbst versorgen können. Perspektivisch, das wäre natürlich hiermit möglich. Du kannst Samen und von Beeren und Gemüse fertigen. Und Beete sind günstiger. Das möchte ich gerne haben. Jetzt haben wir es. Ich kann auch gleich nochmal gucken, wie das überhaupt hier mit meinen Stats aussieht. Der nächste Level ist auch gar nicht so weit weg. Und ansonsten scheint es mir ganz gut zu gehen. Schaut mal, 296 Zombie-Kills. Auch wild, ne? Aber das häuft sich wahrscheinlich so an. Mit der Zeit. Ich denke, wer schon etwas länger hier in der Zombie-Apokalypse unterwegs ist, der wird dort wahrscheinlich ganz andere Zahlen stehen haben. Aber das ist ja auch gut so. Guckt mal, wer es da ist. Das sind ja gleich zwei von der Sorte. Offensichtlich haben wir hier so ein ganzes Nest von den Dingern aufgeschreckt. Den kriegen wir jetzt auch noch platt. Achtung, und das war ein bisschen schlecht. Der läuft natürlich jetzt hier wahrscheinlich rein. Nee. Gut. Weg ist er. Genau, sehr schön. Dann könnten wir natürlich auch theoretisch mal aus Spaß solche Beete bauen. Immer noch keine mechanischen Teile. Das macht mich auch ein bisschen wahnsinnig mittlerweile. Es macht mich wahnsinnig. Die Shorts, ja gut, ich will sie mir jetzt einmal angucken, ne? So, schaut mal, ich habe ja diese langen Hosen hier an. Mit diesem Zeug drüber sieht das natürlich auch bescheuert aus. Das müssen wir einmal wenigstens abnehmen. Ja doch, guck doch mal. Dazu sind natürlich diese gefütterten Beinschienen der absolute Hit.
Nun gut. Jetzt müsste ich doch aber eigentlich mein Feld wieder haben, oder? Ah ja, ich wollte gerade sagen. Dann wollte ich gerade meckern. Da muss man dann einmal auf und zu und wieder aufmachen. Ja, der Stab ist gar nicht verkehrt. Ist ein bisschen langsamer. Das macht ihn natürlich für hektische Situationen eher ungeeignet. Demnach würde ich prinzipiell eher mit meinem Holzknüppel gehen. Das kann man sicherlich diskutieren. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Dies Stufe 3, das ist interessant. Wir hatten ja gerade gesagt, dass wir da uns verbessern wollen. Demnach können wir jetzt hier einfach mal dieses Mod rausklauen. Wir werten jetzt die hier auf und bauen es da rein. Und haben jetzt geswitcht unser Werkzeug. Gleich mal reparieren hier. So, Fleisch, 40 Stück. Da können wir auch noch mal ein bisschen braten gehen. Ich guck mal noch durch. Haben wir hier noch irgendwo Platz? Ich habe noch so viel Zeug abzugeben. Was ist denn hier heute los? Nacht der Hunde oder was? Guckt mal da unten, tatsächlich. Nee, das war doch der Tote, oder? Es klingt hier halt immer so, als ob dir die direkt hier irgendwo im Nacken sitzen, ne? Aber der kann auch eigentlich nur wieder hier unten sein. Und dem ist auch so. Nee, das macht auf die Entfernung mit der Schrotflinte überhaupt gar keinen Sinn. Wir müssen uns wieder Pfeile basteln. Sonst versauen wir uns hier nur unsere Munition. Und das ärgert mich eigentlich ein bisschen. Das ärgert mich eher ein bisschen. Und noch ein Schuss. Mensch. Oder wir machen es jetzt wieder so eine Mischung und ziehen jetzt nochmal mit der Pistole durch. Reicht auch noch nicht. So. Letztlich könnte er da unten ja auch so machen, was er will. Ohne dass es mich stören müsste. Aber es ist auch mal befriedigend, wenn sie dann weg sind. So, die Beete sind jetzt günstiger, hat man mir versprochen. Wir brauchen Holz, wir brauchen verrottetes Fleisch, Nitratpulver und Lehmboden. Der alte Bums also. Wir können hiermit auf jeden Fall schon mal 3 mit dem Lehm erstellen. Aber ich meine, wir haben hier auch noch genug anderes Zeug. Hier haben wir unser Nitrat. Dann brauchen wir Gammelfleisch. Holz haben wir am Start. Das heißt, wir könnten jetzt schon Beetblöcke bauen. Erstmal 3 Stück. Erstmal 3 Stück. Und dann ja, machen wir das so erstmal. Ich meine, wir hätten auch eins abgebaut letztes Mal. Das kann ich eigentlich nochmal gleich kurz suchen. Hier ist es schon. In der Zwischenzeit schaue ich nochmal, ob wir... Woran hapert es denn jetzt eigentlich? Ich muss mal gucken. An verrottetem Fleisch womöglich? Nee. Wir sehen es gleich. Ach, an Lehmboden, ne? Und der nächste. Es ist wirklich die Nacht der Hunde. Zumindest 2 hätte ich gern noch. Dann können wir nämlich... so ein Cluster aus 6 Stück bauen. So, Kamerad. Auch wieder drin. Wahrscheinlich wollen die uns nur die Munition luxen. Und wieder das alte Spiel. Und von oben, das könnt ihr nochmal probieren, ob ich von oben hier... Gleich 2 wieder.
Also wir können nur froh sein, dass wir nicht draußen rumlaufen gerade. Manchmal macht man ja doch so verrückte Sachen in der Nacht. Ich habe auch gar nicht mitgezählt, wie viele es jetzt waren, aber es waren reichlich, ne? So, und einen letzten Schuss noch, denke ich. Dann sollte sich das hier auch erledigt haben. Naja, besser, wenn man trifft auch. So. Jetzt bin ich auf den globalen Chat gekommen. Das bringt mir natürlich auch nichts. So, genau. Oh, die Nacht nähert sich schon dem Ende. Der neue Tag bricht an. Bauen wir heute noch unsere Felder? Schaffen wir das noch? So wie ich mir das vorgestellt habe? Wird das hier unser gigantisches Riesenfeld werden? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Das muss ich mir noch mal überlegen, weil hier laufe ich natürlich auch ständig lang. Man könnte das hier auch in die Mitte bauen. Allerdings denke ich, dass das eher als Wohnraum ausgebaut werden wird im Laufe der Zeit, so perspektivisch. Vielleicht baue ich die hier unten hin. Schaut mal. 1, 2, 3. Bauen wir die jetzt so oder nebeneinander doch? Vielleicht doch lieber nebeneinander, ne? 4, 5 und den 6. da tatsächlich so hin. Ja, ich weiß es nicht. Ja, können wir auf jeden Fall erstmal so machen. Dann würde ich aber sagen, sollten wir das da doch noch ein bisschen mehr beleuchten. Kommt, das schaffen wir jetzt noch. Ich gebe auch ein bisschen Gas. Vielleicht, ah ja, genau. Hier, upsa. Nochmal 2 Kerzentische. Ich könnte mir das hier ganz schön vorstellen. Bringt aber gar nicht so viel. Zumindest nicht so, wie ich mir das jetzt vorgestellt hatte. Hier an die Wand sollten wir nichts bauen, weil da soll ja was wachsen. Kriegen die da überhaupt genug Sonne? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es ausprobieren müssen. Aber nicht mehr heute. Denn der Tag ist nun zu Ende. Ja, es war sehr viel los, ne? Wir sind einmal komplett hier um Pudding gelaufen, haben noch das Dorf zu Ende geplündert, haben einen Airdrop gejagt, wenn auch nicht gefunden. Das war schon ganz cool, muss ich sagen. Komm, wir nehmen uns nochmal so einen letzten Schluck hier auf den anbrechenden Morgen. Und vielleicht nochmal so ein leckeres Stück Fleisch, ein frühes Frühstück heute. Und dann machen wir das wie gehabt und blicken ganz hoffnungsvoll in den sich hier erhebenden schönen Morgen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Tag. Ich habe viel vor. Dieser Tag war schon echt cool. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel, lasst mir einen Kommentar da. Lob, Kritik, Anerkennung, alles, worauf ihr Lust habt, freue ich mich. Es wird auf jeden Fall noch weitergehen diese Woche. Jeden Tag, wie bisher, erstmal geplant. Und genau, dann erstmal bis dann und viel Spaß in der Zombie-Apokalypse. Ciao.